Guten Morgen, liebe Blinder-Artisten, willkommen zu die German Blender Brothers, Levi am Mikrofon. Nachdem, dass wir unsere Boxcutter-Session das letzte Mal die verschiedenen Möglichkeiten und Cuts angesehen haben und diesen Boxhelper-Menü durchgenommen haben, geht es jetzt in dieser Lektion oder in diesem Tutorial um die andere Einstellungen, die wir noch haben, hier in Boxcutter und Boxcutter Menü. Okay, gut, starten wir. Ich erstelle mir wieder mein Cube. In etwa so. So. Wenn ich hier einstelle, mein Boxhelper-Menü aufrufe, hat es da unten noch verschiedene Auswahlmenüs und Einstellungen, die wir machen können. Zum Beispiel hier den Grid. Das ist auch ein Cutter an und für sich. Wenn ich das wähle, kann ich hier zum Beispiel so eine Grillfunktion, auch mit Shift kann ich das linear skalieren oder mit Alt von der Mitte aus und mit Shift gedrückt auch. Und dann kann ich so einen Schnitt machen. Ich könnte auch hier loslassen, runtergehen und dann T drücken. Und dann die Größe des Gitters auch ein bisschen ändern. Das ist die Grid-Funktion, ja, vielleicht um irgendwelche Gitter darzustellen. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Okay, ich gehe wieder zurück. Voilà. Dann haben wir hierunter die Taper oder die Wedge-Funktion. Die Wedge ist ein nützliches Tool. Das zeige ich euch. Ich muss den Grid rausnehmen. Die Wedge kann ich hier so runterziehen und auch mit dem Shortcut W kann ich das so einstellen. Oder zum Beispiel so. Und so einen Schnitt machen wie diesen da. Es gibt noch eine zusätzliche Funktion, wenn man Control oder Steuerung gedrückt haltet, dann macht das genau 45 Grad und dann wird es schön gleichschenklig hier gemacht. Man kann, wie gesagt, auch im Helper-Menü einstellen, aber ich bevorzuge die Shortcuts während dem Schnitt. Schalte das aus. Hier ist die Taper-Funktion. Die Taper, die kann man auch während dem Cut machen. Das würde ich euch auch raten, statt hier einzustellen. Okay, die Taper-Funktion muss ich vielleicht da so machen. Die Taper-Funktion ist noch genial gemacht mit T. Schaltet man mit Shift-T besser gesagt. T ist etwas anders. Das ist der Solidify-Modus. Also Shift-T. Und dann, wenn ich ziehe, kann ich das so machen. Und mein Schnitt sieht dann so aus. Es funktioniert bei allen Cutters. Hier ein paar Segmente dazu. Mit der Shift und mit dem Mausrad kann ich die Cuts einstellen und dann Shift-T und auch hier reinfahren und bestätigen. Und dann habe ich so wie ein Trapez in meinem Cutter. Voilà. Was haben wir noch? Hier die Funktionen, die sind ja
Die kann man brauchen. Das ist Solidify, das ist Mirroring, das ist das Array und hier noch die Babel-Funktion. Aber ich benutze sie nie. Ich benutze sie interaktiv während dem Cutting vom Objekt und ich würde euch das auch empfehlen. Ihr könnt spielen damit. Man kann sie so einstellen, dass da eben diesen Solidify, das ich auch mit T ändern kann, fest einstellt. Aber für mich macht es keinen Sinn, also lasse ich das weg. Wählen wir wieder die Box und hier haben wir verschiedene Sachen, die wir noch anschauen möchten. Zum Beispiel, wenn ich auf die N-Gon-Type gehe, kann ich da meine N-Gon machen und schneiden. Voilà. Es gibt aber noch eine bessere Funktion, wenn wir diesen Cyclic hier ausschalten, dann macht er mir nur eine Linie und dann geht er weiter. Und dann kann ich mit T oder Shift T, lass mich schauen, E, muss das nochmal machen. Lass mich schauen, ja, mit T sollte das gehen. Ah, nein, das geht glaube ich nur mit der Box. Also nochmal. Ah, ich habe jetzt das Solidify noch eingeschaltet, den Taper. Das muss ich alles wieder ausschalten. So. Jetzt nochmals. Sieht er, mit T kann ich die Linie verändern. Also wenn ich hier eine Linie zeichne, kann ich die Größe verändern. Und dann auch hier schneiden B für Bevel. Und mit dem Mausrad kann ich das der Übergang weicher machen und dann bestätigen. Dann kann man ganz glatte Sachen machen damit. Ich kann zum Beispiel auch hier da draußen beginnen. Voilà. So. T drücken, um den Solidify-Wert zu erhöhen. B für Beveln, wenn ich das möchte. Und bestätige und habe mein Cut gemacht. Ist eine sehr praktische Funktion und ich würde euch empfehlen, etwas spielen damit und die Resultate anzuschauen. Okay. Wenn ich wieder zurück will, dann wieder das Cyclic anwählen und dann habe ich wieder mein normaler N-Gon-Cut. Okay, das wäre das. Hier, ich wechsle wieder auf den Box. Hier habe ich die Möglichkeit, die Origin zu setzen, währenddem ich etwas schneide. Die Origin, das ist dieser Punkt da und das ist die Mitte des Objekts, wo ich erstellt habe, ist anfangs immer in der Mitte. Und wenn ich skaliere, dann ist diese Origin den Referenzpunkt für das Skalieren. Also er beginnt hier und skaliert rundherum von der Mitte aus. Für Boxcutter ist genau das Gleiche. Wenn ich einen Cut mache,
So beginnt er auch. Ich stelle das wieder dar. Voilà. Ist die Origin auch immer in der Mitte des Cutters gesetzt. Und wenn ich rotiere diesen Cutter, dann kann ich von der Mitte aus, wird er rotiert. Wenn ich aber diese Origin verstellen möchte, kann ich hier zum Beispiel Set Origin to Mouse Position, und das ist nichts anderes als da, wo ich begonnen habe, die Box zu ziehen, da setzt er die Origin. Wenn ich sie umstelle auf Center, dann macht er ganz normal, stellt er in der Mitte, aber nicht in der Mitte des Objekts, sondern in der Mitte der Fläche da oben, wo er begonnen hat. Wenn ich umstelle auf Active Element, schauen wir, wo er das macht. Was hat er gemacht? Er hat sie in der Mitte dieses Objekts, wo die andere Origin dieses Objekts gestellt wurde, setzt er auch die Origin. Hat alles seine Vorteile. Meistens brauche ich die Bounding Box Center. Also wenn das so gestellt wird, sie in der Mitte dieser Bounding Box gestellt, also der äußeren Konturen in der Mitte. Und sonst brauche ich die andere sehr wenig. Diese da, lass mich schauen. Diese da, der Vorteil von dieser da ist einfach, wenn ich rotiere, dann rotiert er so von dieser Origin hier, das grüne Punkt bei mir. Das ist vielleicht vorteilhaft manchmal, wenn das gewünscht wird. Die andere brauche ich nicht, aber wie gesagt, ihr könnt spielen damit und für euch das werden, was am meisten Sinn macht. Okay. Das Default, das sehen wir später. Hier ist noch etwas wichtig, diesem Objekt. View, Cursor oder World. Meistens braucht man diese zwei. Cursor oder World habe ich nie benutzt und macht für mich wenig Sinn. Aber man kann das in den Docs anschauen, was das genau bedeutet. Beim Objekt ist so, dass wenn ich mein Objekt angewählt habe und hier meine Box aufziehe und drücke, wird das die Koordinaten werden von der Box genommen, vom Objekt hier, und so aligned wie das Objekt. Wenn ich das wechsle auf View und das mache, dann habe ich ein anderes Ergebnis. Mein Boxcutter spinnt manchmal. So, wieso passiert das? Weil ich in diesem Moment von der Kameraperspektive aus meine Box aufziehe. So wie ich schaue, so wird auch die Box den Cutter reingestellt. Das ist vielleicht von Vorteil, zum Beispiel, lass mich das umstellen, wenn ich hier etwas größer, wenn ich hier ein Wedge mache mit Control und ich möchte genau hier in dieser Ansicht hier einen Cut machen,
aber nicht so ausgerichtet, sondern genau hier runter. Dann gehe ich in die Top-Ansicht. Ich switche hier auf View und so schaue ich auf mein Objekt. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, macht er mir genau so einen Cut. Vertikal ist nicht ausgerichtet auf diese, auf diesen Objekt, nicht auf diese Fläche, sondern ich sage, mach das aus der Kameraperspektive raus und die Kamera schaut gerade nach unten, von oben nach unten auf diese Fläche und somit kann ich ein gerades Cut machen. Wenn ich das umschalten will, kann ich mit diesem Icon schnell so vom Objekt nach View oder was ich am meisten brauche, das ist Shift-V und da kann ich das wählen. Das ist das, was ich am meisten brauche. Shift-V wählen und mit der Mauscursor weggehen. Shift-V hier weg und das habe ich. Und ich muss nicht immer ewig hier auf die Menü fahren mit der Maus, was mein Workflow beeinflusst. So, Shift-V, Objekt. Hier habe ich die Möglichkeit auch einzustellen, was soll er schauen. Er soll die längste Edge nehmen als Referenz oder die nächste, die am nächsten, Local oder Face Fit. Aber das brauche ich sehr selten und wenn nur die Nearest Edge oder die Longest Edge. Ist auch sehr gut beschrieben in der Dokumentation von Boxcutter. Okay. Also gehen wir wieder etwas zurück. Hier noch wichtig, das Snapping, das habe ich glaube ich schon angetönt im ersten Tutorial. Das Snapping, das mit Control oder Steuerung hier diese Vertex darstellt und wo ich beginnen kann mit meiner mit meinem Cutter oder hier. Möchte ich hier dazwischen in der Mitte sein, dann muss ich mich mit einem Trick bedienen und das ist hier eine Edge hinzufügen und hier noch eine. Und wenn ich dann rausgehe, dann habe ich diese auch zur Verfügung. Sonst habe ich nur die, die bestehen sind. Wie gesagt, mit Control draufgehen, ziehen und dann beginnt er von diesem Punkt und mit Alt von der Mitte aus, mit Alt-Shift, kann ich ein Quadrat aufziehen. Und wie gesagt, auch wenn ich zusätzliche Geometrie einfüge in diesem Objekt, zum Beispiel markieren wir diesen da und sagen Subdivide, da macht er mir hier eine neue und hier machen wir auch eine. Voilà, die müssen noch verbinden. Und dann kann ich sie bewegen mit GG, also GG, da draußen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt drücke, dann habe ich hier oder hier habe ich die Möglichkeit, von da weg mein Quadrat zu ziehen. Okay. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, den Grid einzuschalten, also das Netz hier, wo ich das positionieren kann. Und die Position ist immer am
am Grid eingestellt. Das heißt, hier kann ich das einstellen. Jetzt ist er auf 0,2 Meter. Ich kann hier 0,5 Meter und dann macht er Grid größer und snappt er immer nach 0,5 Meter. Das kann ich beliebig variieren. Ich kann ihm sagen, wo er snappen soll, auf dem Grid, auf dem Vertices, auf die Edge, auf die Faces. Das ist alles kombiniert. Und auch hier kann ich, wenn ich mit Control oder Steuerung bleibe, snappt er immer nach einem halben Meter. So kann ich genauer meine Box positionieren. Voilà, wenn ich das nicht brauche, also vielleicht noch hier, ich habe noch den Rotationswinkel einstellen. Ich kann diesen farbig machen, dass ich es besser sehe. Und noch andere Einstellungen, die braucht man selten oder bis gar nie. Aber sie sind auch in der Dokumentation beschrieben. Wenn Bedarf ist, dann würde ich das erklären und ihr könnt mir sagen, ob ich soll ein Tutorial machen. Und hier ist die Gridgröße, die kann ich auch variieren. Und dann macht er ein viel größeres Grid, wenn ich hier noch andere Objekte hätte, könnte ich das besser einstellen. Ich belasse das bei 10. Voilà. Ja, was haben wir noch? Hier dieses Menü, non-destruktiv oder destruktiv. Das ist nichts anderes als, schaut man hier im Modifier-Menü, wenn ich eine Box mache, dann macht er mir ein Boolean und der bleibt so mit den Einstellungen, die Boxhalter gemacht hat. Wenn ich diesen lösche, dann ist er weg. Ich kann aber den wieder machen und hier mit einem Kreis. Dann habe ich zwei Booleans. Boolean normal, Boolean 001, 002, 003 und so weiter. Und wenn ich hier diesen ändern möchte, dann kann ich mit Q von Hardops, und das geht nur, wenn man Hardops hat, kann man ein Everscroll machen mit dem Mausrad, diesen wählen und dann könnte ich den ändern. Zum Beispiel, wenn ich im Edit-Modus gehe, Durchsicht-Modus und dann diese Fläche da unten wähle, Scalen nach X, kann ich mein Boolean so verändern. Etwas nach oben, GZ. Das ist das Non-Destruktiv-Mode. Und das Non-Destruktiv bedeutet nichts anderes als Nicht-Destruktivs. Das heißt, ich kann überall immer wieder zurückgreifen auf meine Boxcutter-Cuts und verändern. Das ist sehr nützlich, obwohl, wenn man große Objekte hat, und viele Cuts, dann wird Blender relativ langsam, es braucht viel Memory. Und manchmal möchte ich jetzt zum Beispiel hier ein Chamfer Bevel geben. Das kann ich aber nicht auf diesem Objekt, weil wenn ich hier diese Edge wähle, das ist die Original Edge meines Cubes und nicht das, was der Cutter gemacht hat. Das heißt, wenn ich das machen will, muss ich diesen Cutter applyen. Das heißt, diesen da, ich schaue mir, welcher das es ist, die kein Hardops haben, sondern nur Boxcutter, kann ich mir schauen, hier, welche ist
der Cutter, das ist dieser da, also kann ich den Apply und dann wieder mit Shift 2 kann ich den hiden und jetzt hat er mir diese Geometrie eingefügt und ich kann diese Kanten wählen, Ctrl B und so einen Chamfer hinzufügen. Das geht nur, wenn die Geometrie hinzugefügt worden ist, also die Booleans hinzugefügt worden sind, das heißt destruktiv gemacht. Es gibt auch Situationen, wo ich das destruktiv machen will, weil ich weiß, was ich mache und möchte dann hier auf destruktiv, das heißt, er macht einen Cut und den fügt er sofort hinzu. Wenn ich diesen lösche da, dann sieht, sobald ich die Maus loslasse, macht er hier rechts einen Cutter, einen Boolean Modifier drin und sobald ich den bestätige, macht er ein Apply und fügt er hinzu und ich kann den nicht mehr editieren. Dafür kann ich aber diese diese Kante sofort bearbeiten und mir ein Chamfer schmeißen. Das braucht man selten und nur dann, wenn man weiß, dieser Cut ist endgültig und ich muss das nicht wieder weiter bearbeiten, sondern kann ich so endgültig einfügen. Das überlasse ich euch, was ihr machen möchtet. Ich habe das immer auf non-destruktiv und wenn ich denke, ja, den muss ich nicht mehr verändern, dann kann ich den hier hinzufügen. Apply. Ja, das wäre ungefähr das. Hier haben wir noch die Möglichkeit, die Settings hinzufügen, was ich machen will. Die Collection könnte ich umbenennen, statt Cutters irgendein anderer Name. Zum Beispiel Schnitte. Und dann, wenn ich mein Nächste mache, dann sollte er das benennen. Aber wahrscheinlich erst beim Neustart vom Blender. Könnte sein. Weiß nicht. Ich belasse das so. Ich könnte hier die Farbe wählen vom Cutter, aber das ist alles nur Make-up. Für mich wichtig die Shape-Funktion. Die Shape-Funktion zum Beispiel das, wenn ich Kreise oder Zylinder mache, möchte ich immer, dass 100 Segmente dran sind und dann übernimmt das. Wenn ich zum Beispiel 8 eingebe und den Cutter mache, dann macht er mir 8 Segmente. Wenn ich das nicht will, weil ich immer in High Resolution modelliere, dann gebe ich 64 oder 100 oder 128, was auch immer. Und dann kann man hier das verstellen. Genau gleich wie die Thickness, die Dicke des Inset. Da ist er auf minus 1,5 und das ist dieser da. Ich gehe auf die Box. Wenn ich mit XXX gehe, genau diese Dicke wird hier da eingestellt. Wenn ich das etwas dicker möchte, kann ich hier ein bisschen verstellen. Beim Array ist genau das gleiche. Wenn ich zum Beispiel hier ein Schnittchen mache, voilà, und mit Shift und Bestätigung, dann bleibt er mir bestehen, den Cutter.
wenn ich das nicht mache, ohne Shift und Bestätigung, dann wird er hided, also nicht sichtbar gemacht. Wenn ich das so mache, was wollte ich sagen? Muss nochmal schauen. Ah ja, den Array. Ach, heute schlimm. Also, nochmal hier und dann V für Array. Dann macht er automatisch diesen 2, wo ich eingestellt habe. Ich kann aber mit dem Mausrad drehen und dann fügt er neu hinzu. Dann mit der X kann ich die Achse wählen oder umstellen. Und wenn ich die Maus bewege nach links und rechts, kann ich meine Cutters verstellen. Das sind diese Array Count. Jetzt ist er auf 4 eingestellt. Das macht er automatisch, was ich da einstelle. Aber beim nächsten Mal wird er das nicht machen. Wichtig ist auch, dass nach dem Verstellen von diesen Werte da, dass ich dann als Default speichern. Das heißt, ich gehe hier, File, Default, Save Startup File. Aber beim nächsten Mal wird das Objekt auch drin sein. Also ich empfehle euch, das zu verstellen, das Objekt löschen und dann diesen File, Default, Save Startup File zu machen. Und dann beim nächsten Mal sind die Werte so gespeichert. Ja, was haben wir noch? Den Shape haben wir, Input, ja, da muss man nicht groß verstellen. Das Default ist okay. Ja, solche Sachen. Also nicht wirklich von Bedeutung. Und hier das Plus, das ist das Live. Dann kann man machen, wenn man zu viele Cuts hat und Blender langsam wird, kann man den Live ausschalten und dann geht es relativ schneller. Das heißt, er zeigt mir nicht live, was passiert da, sondern nur die Konturen und erst wenn ich bestätige, dann macht er den Cut. Wenn ich das wieder einschalte, dann sieht man den Unterschied. So sehe ich den Cut sofort. Okay. Ich denke, wir sind am Schluss von diesem Tutorial über Boxcutter. Ich mache vielleicht noch ein drittes mit HardOps, weil HardOps ist ein Teil und ich empfehle euch wirklich, HardOps und Boxcutter zusammen zu kaufen, weil da habe ich noch verschiedene andere Funktionen, wie das Q-Menü, das ist von HardOps und da habe ich viele Funktionen, die ich brauche, zum Beispiel ein Bevel, den ich einziehen kann, ohne jedes Mal hier Add Modifier, Bevel und so weiter. Ich kann mit Everscroll kann ich all meine Cutters wiederholen, ohne hier zu schauen, welches was, sondern kann ich durch mit dem Scrollrad. Ich kann hier Operationen hinzufügen. Ich kann hier Modifiers hinzufügen. Ich habe verschiedene Tools, zum Beispiel der Radial Array, den Twist, die Dice-Funktion. Dice-Funktion sehr wichtig. Ich habe hier viele verschiedene Installationsmöglichkeiten, die ich zusätzlich brauchen könnte. Wie immer, wenn ihr Fragen habt,
bitte im YouTube-Channel schreiben oder trete bei unserem Discord-Server. Da bin ich meistens drin und könnt ihr auch Fragen stellen und auch mit anderen Usern kommunizieren. Like, subscriben natürlich, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von mir sehen möchtet. Viel Spaß beim Üben, beim Ausprobieren. Es ist wichtig, dass man am Anfang sehr viel übt mit Boxcutter, damit die Eigenschaften sieht von Boxcutter, und mit der Zeit kommt das Profi-Boxcuttering. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Levi. Tschüss.